Gemeinsam mit zwei anderen Reiterinnen bekam Reit-TV-Webstar Anja auf der Equitana Open Air eine ganze Stunde lang exklusiven Reitunterricht von Nicole Uphoff-Selke. Die einmalige Möglichkeit, von der mehrfachen Olympiasiegerin vor Publikum wertvolle Tipps zu bekommen, verdankt sie einem Gewinnspiel. Da konnte man sich im Internet bewerben für. Ich glaube, man hat ein paar Fotos eingesendet und geschrieben, wie man bisher so reitet, also was man macht, turniermäßig oder nicht, oder auf welchem Level man reitet. Und da hat man sich einfach beworben, also mit ein paar Fotos. Und dann haben die mich angeschrieben, herzlichen Glückwunsch, sie haben die Reitstunde gewonnen. Ich finde die halt super. Ich verfolge das so ein bisschen, was sie so gemacht hat. Oder sie war ja total jung, Olympiasiegerin. Und also es war für mich wie so ein kleiner Traum. Ich reite mit meinem Pony auf Turnieren, also schwerpunktmäßig Dressur. Wir reiten bis zur Klasse M und da auch relativ erfolgreich. Also wir haben jetzt in ein paar Jahren so an die 10 M-Platzierungen bekommen und wir reiten auch ein bisschen Springen zur Abwechslung bis A. Haben auch mal eine A-Platzierung gekriegt, aber es ist halt ein bisschen schwierig mit dem kleinen Pony. Und Vielseitigkeit reiten wir noch. Ich habe im Moment arge Probleme mit der Versammlung vom Solido und ich habe das in nahezu jedem Protokoll drin stehen, dass immer die Lektionen okay sind und dass er alles brav macht, aber dass er eben so ein bisschen vorhandlastig läuft und versammlungsmäßig nicht so auf dem Trichter ist. Und das haben wir heute so ein bisschen angepackt. Das hat mir auf jeden Fall einen Denkanstoß gegeben. Ich habe auch im Moment keinen Unterricht, weil mein Reitlehrer leider nicht mehr lebt und ich deswegen noch nicht so richtig Anschluss gefunden habe. Von daher hat mir das eigentlich sehr viel gebracht, dass ich jetzt noch so ein bisschen alleine machen kann, aber langfristig will ich natürlich auch wieder Unterricht nehmen.